REGIO TV hat wieder eine Sportsendung und damit hallo und herzlich willkommen zu Startblock 07. Ab jetzt jeden Donnerstag der Sport aus der Region hautnah bei uns. Wir werfen natürlich immer mal wieder einen Blick hinter die Kulissen der Vereine, analysieren den letzten Spieltag, schauen voraus auf den nächsten, werden aber auch einige Randsportarten im Blick haben und werden auch immer wieder spannende Rubriken im Programm haben. Heute sind wir zu Gast hier in der Mechatronik Arena in Asbach, normalerweise die Heimat der SG Sonnenhof Groß Asbach. Diesmal geht es aber um was anderes. Um was genau, das sagen wir euch jetzt. Olympiasiegerinnen zu Gast. Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen zur WM-Qualifikation in der Region. Der Gesundheitsexperte, dem die Sportstars vertrauen, Kurt Mosetter im Gespräch. Außerdem bei Startblock 07 die Mädels von Allianz MTV Stuttgart bei ihrem zweiten Heimspiel gegen Erfurt. Das DFB-Team, der Olympiasieger von 2016, also zu Gast in der Region, zu Gast in Groß-Asbach und noch dazu zu einem Pflichtspiel, denn es ging um die WM-Qualifikation. Ein richtig wichtiges Spiel für Trainerin Steffi Jones und ihr Team. Nach der 2:3-Niederlage gegen Island ging es zwar nur gegen den Fußballzwerg Färöer Inseln, aber ein Sieg sollte doch unbedingt her. Wir haben dem Team hier in Groß-Asbach einmal über die Schulter geschaut. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ist erfolgsverwöhnt. Mehr als das. 8-mal wurde das DFB-Team Europameister, 2-mal Weltmeister, zuletzt 2016 Olympiasieger. Aktuell steht die Mannschaft von Steffi Jones auf dem 2. Platz der Weltrangliste. Doch der Glanz bröckelt aktuell ein wenig. Erstmals nach 20 Jahren und 68 EM- und WM-Qualifikationsspielen ging die DFB-Auswahl als Verlierer vom Platz. Vor dem Spiel gegen den Fußballzwerg Färöer gab es deswegen einige teaminterne Aussprachen. Ja, das haben wir alle zusammen dann auch ein bisschen analysiert und Fakt ist auf jeden Fall, dass jeder einzelne von uns nicht zufrieden ist, dass alle enttäuscht waren mit dem, was gegen Island passiert ist und dass wir definitiv jetzt gegen die Färöer Inseln anders auftreten wollen. Gegen die Färöer folgte dann zwar ein 11:0 Kantersieg und trotzdem wirkt Bundestrainerin Steffi Jones in den Tagen in Asbach angezählt. Der Druck wurde von DFB-Präsident Reinhard Grindel erhöht. Das ist auch so, dass wir jetzt nicht an uns irgendwelche Zweifel hegen oder sonst irgendwie was, sondern es ist ganz klar, dass der DFB da auch Ziele verfolgt und die sind so, dass wir das Frankreich-Spiel genauso fokussiert angehen werden und dass wir uns darauf vorbereiten und da auch ein gutes Spiel machen wollen. Und wenn die Leistung stimmt, wenn die Mannschaft alles abruft, dann ist da auch nichts einzuwenden. Aber wenn das eben nicht so ist und wir nur 80% geben, so wie das ab und an mal der Fall war, dann ist das auch richtig zu kritisieren und diesen Weg wollen wir jetzt so weitergehen mit Fokus, Konzentration und so werden wir das nächste Spiel gegen Frankreich auch angehen. Die Qualifikation für die WM 2019 in Frankreich wird erst im April gegen Tschechien fortgesetzt. Bereits am 24. November testen die Frauen gegen Gastgeber Frankreich, auch wenn es nur ein Testspiel ist. Das DFB-Präsidium wird bei diesem Spiel ganz genau hinschauen. Leider nicht in Groß-Asbach mit dabei, Leonie Meyer aus Aldingen in der Nähe von Remseck. Sie ist nach dem Island-Spiel wieder zurück zum FC Bayern München gereist. Wir werden trotzdem versuchen, Leonie bald mal bei uns bei Startblock 07 im Programm zu haben. Einer, der dafür in der Region geblieben ist oder besser gesagt in die Region gekommen ist, nämlich aus Konstanz, ist Kurt Mosetter. Er ist Gesundheits- und Fitnessexperte und berät da unter anderem so Stars wie Sami Khedira und wir haben ihn getroffen. Myoreflextherapie, das große Schlagwort von Dr. Kurt Mosetter. Ein neuartiges Trainingskonzept, um die Leistung der Athleten zu optimieren, Verletzungen vorzubeugen und die Grundlagenfitness zu erhöhen. Beim Wüstenrot-Turmgespräch in Ludwigsburg haben deswegen auch Ex-VfB-Trainer Jürgen Gramny, Karl Allgöwer oder der 24-Stunden-von-Le-Mans-Gewinner Mike Lieb ganz genau zugehört.
Low Carb, Natural Eating, das sind die Schlagworte des Konstanzers. Eine Methode, die von den Vereinen angenommen wird. Unter anderem betreut Mussetter mit seinem Team 1899 Hoffenheim und RB Leipzig. Beide stehen in Sachen Anzahl der verletzten Spieler auf den letzten Tabellenplätzen. Zweimal im Monat betreut er die Profis dann auch direkt vor Ort. Dann gibt es so Sonderphase wie letztes Jahr, wo sich angebahnt hat, Champions League ist vielleicht möglich. Dann ist der Ralf Rangnick natürlich sozusagen weitsichtig und auch ungeduldig und dann war ich jede Woche dort. Okay. Und jetzt war es ein bisschen harzig, so war ich dann vor dem Dortmund-Spiel und vor dem Porto-Spiel nochmal dort und bin dann nächste Woche wieder einen Tag dort. Das heißt, wenn die Spieler was haben, kommen die auch nach Konstanz, jetzt der Timo Werner. Und wenn alles gut läuft, bin ich dort. Und wenn es mal anbrennt, fliege ich halt auch hin. So war es dann wahrscheinlich auch in der Arbeit, oder ist es in der Arbeit mit Sami Khedira? Der kam jetzt auch aus einer Verletzung, spielt jetzt wieder und hat dann gleich auch wieder 3 Tore erzielt. Also da hat wahrscheinlich alles sehr gut funktioniert und das freut einen wie Sie dann wahrscheinlich auch. Sofort gibt es dann eine SMS und es war ja dann so, ich war dann 2 Tage bei ihm, freundschaftliches Verhältnis. Dann, wo seine Familienangehörige bei uns mal waren, am Samstag ist er eingeflogen, dazugekommen und jetzt ist einer aus unserem Team, war jetzt gerade dort die letzten 3 Tage, perfekte Betreuung und es ist einfach ein super Vorbild. Ernährung, Training, Eigeninitiative, dann das Engagement für sich weiterzuentwickeln mit Augentraining und mit Neurotraining, ein absolutes Vorbild. Sie sprechen es an, Augentraining, das habe ich gelesen und fand es sehr interessant. Das ist ja beim Fußballer wahrscheinlich super interessant, weil vielleicht sieht man da plötzlich Räume, die andere nicht sehen. Und das kann man trainieren. Also wir haben ungefähr vor 20 Jahren vorhergesagt, dass es eigentlich so ein inneres GPS gibt. Und dieses innere GPS wird hier über die Halswirbelsäule koordiniert und gesteuert. Und jetzt gab es im Jahr 2014 den Medizin-Nobelpreis für eine Arbeitsgruppe in Trondheim. Und einer aus der Gruppe, das ist ein guter Freund von mir, mit dem ich zusammenarbeite. Und der hat das Eye-Tracking entwickelt, also Stirnband, hochauflösende Kamera. Und dann kann ich Blickfolgebewegung, aber Blicksprünge untersuchen. Also Xavi oder Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, die gucken nicht auf den Fuß und auch nicht auf den Ball. Die laufen nach vorne, aber mit ihren Blicksprünge vergewissert sich ihr Organismus, was die anderen Spieler tun. Winkelgeschwindigkeit, Beschleunigung. Er nimmt sogar wahr, ob die kreuzen. Das Gehirn rechnet die Wege vorher und deshalb ist er immer am richtigen Ort. Und das kann man üben. Deshalb hat der Ralf Rangnick natürlich gesagt, das machen wir sofort in Leipzig. Also kam der Herr Kehler und eine Freundin von mir aus Dänemark nach Leipzig und wir haben alle Spieler vermessen und trainiert. Und das Ergebnis ist, dass ein Spieler wie der Naby Keita von 1 Million auf 5 Millionen auf, was weiß ich, 85 Millionen hochgeht. Und man kann die Handlungsgeschwindigkeit, die kognitive Leistung, man kann die Schnelligkeit und dann aber auch sozusagen den Fokus über 90 Minuten zu halten, trainieren. Und man kann den blinden Pass spielen lernen. Und jetzt gibt es natürlich Genies wie Lionel Messi oder der Cristiano Ronaldo. Nicht zuletzt, wenn das Gehirn genau vorhersagt, was passiert, wenn die Augen und der Nacken synchronisiert sind, habe ich viel weniger Verletzungsrisiko. Und wenn ich was habe, erhole ich mich schneller. Das hat sogar die FIFA überzeugt beim Kongress in Barcelona, das in die Prävention und in die Frühtherapie zu integrieren. Und das war halt sozusagen die Frucht von Leipzig, war, ich bin in Barcelona eingeladen. Von Konstanz über Leipzig nach Barcelona. Dr. Kurt Mussetter und seine Myroreflextherapie scheinen die Welt des Spitzensports zu erobern. Interessante Ausführungen von Kurt Mussetter. Ja, wir sind immer noch hier in Groß-Asbach, machen jetzt aber eine ganz kurze Pause, sind dann aber gleich wieder zurück mit Volleyball. Allianz MTV Stuttgart hat das 2. Heimspiel der Saison gehabt. Es ging gegen Erfurt. Ja, und wie es ausgegangen ist, das und mehr erfahren Sie gleich nach einer ganz kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück bei Startblock 07 und direkt weiter mit den Volleyballdamen von Allianz MTV Stuttgart. Die scheinen ja den Schock von der 0-3-Blamage im Supercup gegen Schwerin so langsam verdaut zu haben und sind mit 2 Siegen in die Bundesliga-Saison gestartet. Aber auch da war noch so ein bisschen Luft nach oben. Wie es gestern Abend in der Scharena gegen Erfurt lief, das weiß mein Kollege Volker Leitner. Klasse Stimmung, eine für Mittwochabend ordentlich gefüllte Scharena. Und mit Schwarz-Weiß Erfurt einen durchaus schlagbaren Gegner zu Gast. Die Rahmenbedingungen stimmen beim 2. Heimspiel von Allianz MTV Stuttgart.
Doch die ersten Spielminuten gehören dem Außenseiter aus Thüringen. Sehr zur Freude der mitgereisten Fans. Mit viel Druck und Risiko im Aufschlag bestimmen die Gäste zu Beginn das Spiel. Erst nach einer frühen Auszeit kommt Allianz MTV langsam ins Spiel und holt sich doch noch souverän, aber glanzlos mit 25:17 den ersten Satz. Danach ist Stuttgart besser im Spiel, dominiert Ball und Gegner. Die Partie bleibt allerdings auf eher niedrigem Niveau. Ebenfalls mit 25:17 geht der zweite Durchgang an Allianz MTV. Doch auch jetzt gibt sich Erfurt noch nicht geschlagen, kann am Ende aber die glatte 0:3 Niederlage nicht verhindern. Ja, es war auf jeden Fall ein Pflichtsieg und ich finde, wir haben über weite Strecken auch eigentlich ganz gut unsere Dominanz unter Beweis gestellt. Zwischendurch wurde es dann doch immer mal wieder knapp, aber wir haben es durchgezogen. 3 Spiele, 3 Siege, Allianz MTV ist perfekt in die Saison gestartet und hat sein relativ leichtes Auftaktprogramm genutzt. Ja, es ist auf jeden Fall gut, dass wir langsam anfangen mit Gegnern, die eher schlagbar sind, damit wir auch die Feinabstimmung noch hinbekommen, als Team weiter zusammenwachsen können und dann erst später auf die großen Brocken treffen, wo wir dann richtig Power geben müssen. Mit Dresden wartet einer dieser dicken Brocken bereits im nächsten Spiel. Bis dahin gibt es für Allianz MTV noch ein bisschen was zu tun. Wir haben ab und zu noch immer so ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten, wer nimmt welchen Ball. Aber es wird von Spiel zu Spiel, von Training zu Training besser. Und ich bin mir sicher, gegen Dresden werden wir ein tolles Spiel anlegen. Der Klassiker gegen Dresden steht am 8. November auf dem Spielplan. Das nächste Heimspiel gibt es dann am 19. November gegen den USC Münster. Das war sie, die Premiere von Startblock 07. Nächsten Donnerstag sind wir wieder für euch da, wieder mit spannenden Themen aus der Region. Bis dahin, macht's gut und bleibt sportlich.